bist du noch hier? Junge. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kelvin. Und, Leute, bevor es mit dem Video losgeht, eine krasse Info. Und eine zwar, wichtige, wichtige Ankündigung. Und zwar haben wir erstmal. Yes. Bam. Boom. Limitierter Merch mit Goldfäusten. Diese Pullis. Ja, mit goldener Faust. Davon wird es nur 1000 Stück zur Verfügung geben. Die werden auch nie wieder kommen. Die werden dann nie wieder kommen. Und die kommen am 1.2., also 1. Februar um 0 Uhr sind die im Shop online. Genau. Ja, ja. Genau um 0 Uhr werden die verfügbar sein. Genau, es wird nur 1000 Stück von den Dingern geben. Wir werden die danach auch nie wieder produzieren, weil es soll was Besonderes sein. Wenn ihr euch den holt, 1000 Stück nur. Ja. Ja, krasse Info, könnt ihr euch einen Kalender schreiben oder notieren. Ja, wenn ihr vorhattet, euch einen Hoodie oder sonst was zu holen, holt euch am besten diesen, weil den wird es echt nur 1000 Mal geben. Ja, und das sieht krass aus. Einfach. Limitiert, ist einfach nice. Goldene Faust. Da seid ihr die Gold-Member, Leute. Ja, Mann, seltenes Ding. Echt selten. Feiert übelst. Übertrieben. Also, wenn ihr die Ersten sein wollt, 1. Februar um 0 Uhr im Shop online. Genau, da könnt ihr euch die Ersten ergattern. Hier nochmal, erster Link in der Videobeschreibung, da ist der Shop. Da geht's dann immer zum Shop. Yes. Ja, viel Glück, wenn ihr einen haben wollt. Ja, seid schnell, Leute. Und los geht's mit dem Video. Let's go. So, jetzt geht's los mit dem Video, Leute. Und zwar wollen wir heute mal versuchen, die Charlie Charlie Challenge zu machen. Genau, diesmal richtig, nicht mit Fidget Spinnern, sondern mit Bleistift, ganz klassisch, wie die noch funktioniert. Dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt wirklich klappt, ob irgendein Zeichen kommt oder eigentlich was. Eigentlich brauchen wir dafür nur ein Blatt Papier. Muss zweimal Ja und zweimal Nein draufschreiben. Genau, und zwei Stifte, das war's auch. Genau, ganz gewünschte Stifte. Yes. Leute, da ihr unbedingt diese Rituale sehen wollt, ihr habt ja die 40.000 Likes erreicht, würde ich sagen, wenn ihr ein neues Ritual sehen wollt, wie viele Likes brauchen wir dafür? Leute, bei 40.000 Likes gibt es das nächste Ritual. Genau, weil die sind nicht ganz ungefährlich, Leute. Wir brauchen alle euer Glück. Schreibt auch auf jeden Fall in die Kommentare, welches Ritual wir machen sollen. Yes. Schreibt Vorschläge. Genau. Ja, dann kommt das wahrscheinlich dran. Yes. Let's go. Und ja, wir werden jetzt hier gleich noch ein paar Kerzen auslegen, um das Ganze ein bisschen düsterer zu machen. Genau. Und ja, ich würde sagen, ich lese mal die Geschichte vor von Charlie Charlie. Ein paar Hintergrundinfos. Und zwar die Charlie Charlie Challenge. Im Frühling 2015 überschwemmte eine neue Art. Also ja, die Challenge ist jetzt zwar schon ein bisschen alt, also die kennt mittlerweile fast jeder, aber wir gucken noch, ob die heute immer noch funktioniert. Ja. 2018. Das war das Interessante, ob es heute noch klappt. Ja. Im Frühling 2015 überschwemmte eine neue Art der Geisterbeschwörung soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook oder Vine. Überall war die Rede von der sogenannten Charlie-Charlie-Challenge. Das Prinzip war einfach. Zwei über Kreuz gelegte Bleistifte auf einem Blatt Papier, welches in vier Felder mit Ja und Nein aufgeteilt ist. Er sollte den Kontakt zu Geistern herstellen. Mit diesen Utensilien vor sich musste man nur noch fragen, Charlie-Charlie, bist du da? Beziehungsweise Charlie-Charlie, können wir spielen? Und warten, ob sich der obere Stift bewegt. So. So sollte man Kontakt zu dem Geist von Charlie erlangen, einem Jungen, der vor 20 Jahren bei einem tragischen Unfall aus dem Leben gerissen wurde. Charlie Charlie ist ein altes mexikanisches Ritual, um mit dem Geist eines Jungen namens Charlie Kontakt aufzunehmen. Was die wenigsten wissen, ist, dass man nicht in Kontakt tritt mit Charlie, dem kleinen Jungen, sondern mit mehreren Dämonen. Diese mögen anfangs freundlich erscheinen, führen aber Böses im Schilde. Wer sich nicht von Charlie verabschiedet, Charlie, in Klammern Charlie, Charlie, können wir aufhören, wird einiges erfahren. Okay. Geisterhafte Stimmen hören, Dinge werden sich bewegen, Schatten werden umherhuschen und boshaftes Gelächter wird allgegenwärtig sein. Okay, also, man muss sich verabschieden, sonst hat man die Arschkarte gezogen. Ja, dieses Spiel ist nicht sicher. Ich rate jedem davon ab, der nicht genau weiß, was er tut. Wir wissen genau, was wir tun, Leute. Charlie ist nicht der freundliche Geist Casper. Man öffnet damit das Tor für Dämonen und lädt sie ins eigene Heim. Wenn man das liest, ne? Boah! Kriegt man jetzt Gänsehaut. Gänsehaut, okay, das ist Charlie Charlie, Leute. Okay. Ja, ist ganz simpel. Also, wir schreiben jetzt hier auf mit einem Edding oder einem Stift. Ja, mit einem schwarzen Edding am besten, damit ihr es gut erkennt. Du machst das Feld, ich spitze die Stifte. Okay. So, Leute, alles ist eigentlich vorbereitet. Die Stifte kommen dann hier drauf. Genau, hier steht es nochmal ganz simpel in jeder Ecke. Ja, nein, ja, nein. Yes. So. Wie kommen denn in die Mitte die Stifte? Oh, du hast dir die Mine abgeflogen. Ja, okay, ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, dass die Mine jetzt nicht am Start ist. Okay. Aber ja. Ja, krass. Geht dann um den oberen Stift, der bewegt sich dann oder halt nicht. Mhm. So zum Beispiel. Dann sieht man halt, ne? Okay, wie läuft das? Stellen wir denn Fragen oder...
Ja, wir müssen das beginnen mit, willst du überhaupt spielen? Aber Leute, wir holen jetzt erstmal Kerzen, bauen das Ganze auf. Machen ja eine Stimmung, weil wir so viel Licht... ein bisschen mehr Stimmung reinbringen. Weil ich glaube nicht, dass aber so viel Licht erscheint. Ja, ein bisschen Geisterstimmung hier reinbringen und dann geht's los, Leute. Kerzen, erstmal ein paar Kerzen, ne? Ein paar Kerzen. Hier so ganz normale oder die größere Teelichter? Ja. Hier so. Wollen wir hinten auch noch? Immer so Riesenkerzen, oder? Keine Ahnung. Ich weiß, wo die sind, Alter. Könnte auch reichen, nur noch Feuerzeug. Ja, könnte echt reichen. Ja. Das Licht können wir anlassen, das ist ja eh düster eigentlich. Genau. So, erste Kerze. Die erste Kerze. Ich hoffe, die Kerzen allein sind hell genug. Das Spiel ist aufgebaut, ne? Genau. Sollen wir es so für die Zuschauer lassen, wir es so rum, ne? Wir können das so rumlassen. Genau. Wenn sich was bewegt, sehen wir das hier. So. Und ja, würde ich sagen, Licht aus. Genau, Licht aus. Oh mein Gott. Lass das Spiel beginnen, Mann. Alter, wie gruselig ist das denn? Das ist echt eine Atmosphäre, ne? Okay. Wir müssen jetzt mal fragen, ob der mit uns überhaupt spielen will. Charlie, willst du mit uns spielen? So. Kann man das gleichzeitig sagen? Wer sagt jetzt immer? Charlie, willst du mit uns spielen? Können wir ja gleichzeitig sagen. Mhm. Okay, gleichzeitig? Ja, einer am besten immer. Einer? Immer abwechselnd. Ja, dann fängt an. Schnick, schnack, schnuck. Regelt alles. Schnick, schnack, schnuck. Du fängst an. Okay, ich fang an. Charlie, willst du mit uns spielen? Ein bisschen lauter und deutlicher. Charlie, möchtest du mit uns spielen? Willst du mal suchen? Frag mal einmal. Nein. Charlie, möchtest du mit uns spielen? Warte, vielleicht müssen wir die Stifte anders legen oder so. Ja. Lass mal so rum. Genau, mach mal so rum. Mal nochmal fragen. Soll ich fragen? Das frag du mal. Okay. Charlie, möchtest du mit uns spielen? Hat sich das bewegt? Ja, oder? Frag nochmal laut und deutlich. Ich? Ja. Charlie, möchtest du mit uns spielen? Hat sich bewegt, oder? Habt ihr das gesehen? Alter! War das jetzt eine Antwort, aber oder? Das war noch nichts. Das Zeig ist ins Leere, glaube ich, ne? Vielleicht kommt... Alter! Das ist ein Ja, oder nicht? Ist es jetzt ein Ja? Weil das so umgeschwenkt ist, ne? Oh mein Gott. Oh, scheiße. Also ja. Ich denke mal, das ist ja, oder? Die nächste Frage, was ist so eine Frage? Okay. Müssen wir das jetzt wieder umändern? Vielleicht machen wir es einfach nur neutral? Oder? Ich weiß nicht. Okay, dann mach zurück. Was soll man jetzt fragen? Ob er böse ist. Okay, ich kann fragen. Bist du böse? Wow, scheiße! Er ist nicht böse, Alter, nein! Nein! Ich komm doch auf den Schlauch und das hat Trump, du. Digga, der ist einfach hier. Ey, so Gänsehaut. So gruselig, Digga, nein. Ach du Scheiße. Stefan ist hier so irgendwo. Ach du Scheiße. Aber der ist nicht böse, das ist gut. Das ist beruhigt mich aber gerade ein bisschen. Aber irgendwie vergruselig. Das ist richtig gruselig. Warte, was können wir noch fragen? Was können wir noch machen? Warte. Charlie, bist du gerade nah an unseren Körpern? Nein. Nein? Boah. Es bewegt sich ganz. Ich komme auf dieses Bewegen. Hey, wo ist der denn dann? Hey. Alter, das klappt echt. Das ist krank. Oder ist das der Wind nur? Kann auch der Wind sein. Aber ich spüre selber keinen Wind, weißt du? Ja, okay, würde man auch sehen. Und die Kerze würde man ja auch sehen. Ja. Ne? Das bewegt sich echt nur das. Alter, ich weiß nicht, was sollen wir noch machen? Charlie, bist du unglücklich gestorben? Wow! Was war das denn jetzt? Hast du es gehört? Ey, da war doch ein Knall jetzt gerade unter dem Tisch. Die Stifte sind wieder weggegangen. Warte, lass nochmal. Was haben wir gefragt nochmal? Oh, Charlie, keine Ahnung. Alter, wir haben gefragt, ob der unglücklich gestorben ist. Charlie, bist du unglücklich gestorben? Charlie, bist du noch hier? Junge, hör auf. Oh mein Gott! Alter, warst du das hier? Nein, ich schwör's. Halt's Maul, du warst das. Meine Beine sind unter dem Schuh. Hör auf damit! Ich war das nicht. Alter! Hör mal auf! So, ich glaub, lass mal aufhören, es ist eklig. Ich hab gerade Angst, dass mir irgendwas um die Ohren fliegt, Mann. Komm, genau. Ich war das nicht, Mann. Ich war das nicht. Dann hören wir auf jetzt. Kein Bock mehr, Alter. Das ist ekelhaft hier. Leute, sagen wir mal. Ey, mach mal bitte Licht an. Das ist
Ich komm. Alter. Wir werden hier noch verletzt. Das hat sich einfach bewegt gerade hier. Also wir hören auf, ne? Warte, muss man das noch beenden? Wie? Du hast eben vorgelesen, man muss, die Regel ist, man muss das beenden. Man muss das beenden, damit es nicht weitergeht. Ach so, oh ja, ja. Oh! Scheiße! Das Licht ist wieder ausgegangen. Alter, wir müssen das beenden. Das ist, was sollten wir nochmal sagen? Bau nochmal auf, bau nochmal auf. Was soll ich auch machen? Bau das auf, bau das auf. Ja. Alter! Alter, diese Stühle, ne? Komm mal schnell jetzt, Alter. Komm. Das ist einfach umgekippt. Beend das doch jetzt. Sag Charlie, hör auf, Mann. Ich will... Hör auf, ich mach nix, Mann. Charlie, Charlie, wir hören auf oder so. Oder? Charlie, oh! Alter! Scheiße! Stopp! Ich hau ab! Hey! Digga! Hey! Digga! Alter! Hey! Wir müssen aufhören! Ah. Hey! Oh. Scheiße! Hey, Max! Alter! Bitte erstmal hoch! Alter! Lass mal hoch! Wie? Hey! Hey, Digga! Beenden. Wir müssen das beenden, Mann! Wir müssen das beenden! Oh, meine Cap! Meine Cap! Ich hab Angst, lang zu gehen, ne? Was soll ich jetzt machen? Ey, warte mal! Was? Der war doch eben noch ganz, oder nicht? Hä, den wolltest du noch essen? Hä? Okay, der liegt schon was länger. Lag der überhaupt ein Donut rum? Da lag ein ganzer Donut. Hm? Oder? Keine Ahnung, hab ich drauf geachtet. Ich hab nichts gegessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wir müssen das jetzt beenden. Komm, komm, schnell, schnell. Komm. Schnell mal. Oh mein Gott. Charlie, alles gut. Wo sind die Stifte? Charlie. Wo sind die Stifte? Hä? Wo ist das Blatt? Wo ist denn das Blatt jetzt? Alles weg. Hä? Wo ist das Blatt, Junge? Keine Ahnung. Mach ein neues Feld, ja, Mann. Soll ich da schreiben? Mach ein neues Feld. Ja, Mann, warte. Oh. Es geht wieder. Alter, alles hier chaotisch. Junge, ich hab richtig. So. Okay. Charlie, Charlie, wir wollen aufhören. Warte. Frag nochmal, ob der überhaupt hier ist. Okay. Einfach. Charlie, Charlie, bist du noch hier?